Wir kommen jetzt aber gleich zu Zoe. Doch vorher, diese gute Zoe hat ja gestern das Mod-Battle verloren. Nee. Hat heute Morgen am... Das ist eine Lüge. Das heute Spiel Morgen wurde niemals zu Ende gespielt. Wir wissen nicht, wer eigentlich verloren hätte. Hör auf dich zu winden, Vibe. So, hat verloren. Heute Morgen am Glücksrädchen gedreht. Es kam das Wort N dabei, oder der Buchstabe N dabei heraus, Naturfreund. Und deshalb wird sie jetzt bestraft und darf ihre Moderation als Naturfreund fortführen. Ich will sie in ihrer Arbeit nicht behindern. Zoe, leg einfach los. Was ist da drin? Ja, hau rein. Es ist Herbst. Schmeißt du mir jetzt irgendwas in... Los jetzt! Moment. Die Frauen, ey, die Weiber, ja? Nimm die Bestrafung hin wie ein echtes Overwatch-Vibe. Los jetzt. Aber nicht in die Haare. Nein, nicht in die Haare. Okay, ich weiß ja nicht, was du da machst. Okay, liebe Leute, es geht jetzt weiter mit Overwatch. Wir haben ja schon über die... Ich habe ein bisschen Angst vor dem Typen daneben. Wir haben ja ein bisschen schon berichtet... Oh, scheiße, ich wusste es doch. Laub. Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber berichtet, wie die Tanks sich verhalten in... Oh, das ist wirklich schön. Wie die Tanks sich verhalten in Overwatch. Und jetzt werden wir uns das Ganze nochmal angucken mit den Supports. Auch die sind hier ein bisschen spezieller, als man es normalerweise kennt. Die Leute, die teambasierende Sachen... Ich glaube, da kann man ja Spucke mit als Laub, ja. Die Leute, die teambasierende Spiele spielen, die... werden es auf jeden Fall kennen, dass man ja als Support eher einen undankbareren Job macht. Und ja, das ist in Overwatch ein bisschen anders. Man hat hier sehr viel mehr Möglichkeiten, das Spielgeschehen aktiv zu beeinflussen. Und das Ganze wird auf Red Bull wieder wunderschön zusammengefasst. Jetzt ist mir irgendwas im Nacken. Ich wette, da sind Tiere drin. Hast du geguckt? Ekelhaft. Ja, wird auf jeden Fall da wunderschön zusammengefasst von den netten Herren und Damen von Red Bull, beziehungsweise genau genommen wieder von Barrett Womack, der da wieder eine schöne Zusammenfassung gemacht hat, um uns ein bisschen zu erklären, warum die Supports in Overwatch sich anders verhalten. Startet tut er die ganze Zusammenfassung mit der Symmetra. Symmetra kann ja mit ihren ganzen Turrets, halt Keypoints auf der Map wirklich locken. Also ich sie kann wirklich Ultimate. Oh Gott. Ah, oh nein. Sie kann wirklich... Ja, Mod-Battle. Ekelhaft. Also sie kann halt wirklich... Jetzt habe ich ja Ekelzeug in den Haaren. Ich sehe hier schon Tiere rumkriechen, du Ekelpeter. Wie dem auch sei, sie kann auf jeden Fall Keypoints auf der Map, jetzt läuft mir nämlich die Zeit davon. Sie kann ja mit ihren Turrets Keypoints auf der Map wirklich locken, also...